Ist noch schön schaukelt, die Hängematte. Eins habe ich vergessen, mir noch eine Leine mitzunehmen. Einen Hering an das Seil in der Erde kloppen und dann ab und zu mal dran ziehen, damit die Hängematte schön lang weiter schaukelt. Ja, schönen guten Morgen. Hier bin ich am Wanderparkplatz Retterhausen und will jetzt gleich mal eine schöne, kurze Wanderung machen. Leider ist heute hier die Hölle los, was ich eigentlich gar nicht mag, aber ich habe auch keine Lust umzuplanen. Der Weg wurde wegen vermuteter Kampfmittel gesperrt. Er ist erst nach Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst wieder begehbar. Begehen verboten, auch nicht auf eigene Gefahr. Ach, ist doch egal. Dann haut es mich halt ein bisschen schneller um, wenn ich auf eine Mine trete. Habe ich auch kein Problem mit, wenn ich dann nichts mehr merke. Naja. Schöne Bänke angelegt. Sieht richtig ansprechend und einladend aus. Flugplatz Schönstadt ist in der Nähe. Da oben fliegt ein Kleinflugzeug. Das haben sie auch schön gemacht. Mit den Zeilen und den Kieferzapfen. Parkplatz. Steht voller Autos. Naja, ich werde es überleben. Ich hab ja lange nichts mehr gemacht aus gesundheitlichen Gründen. Vorgestern kriegte ich eine Nachricht von einem guten Freund, Tizi Rudi, hat gesagt, ich muss mal wieder ein Video machen, ich soll endlich mal wieder rausgehen. Und da habe ich gedacht, bevor er vorbeikommt und ich eine Wucht von ihm kriege, mache ich das doch mal lieber. Es tut mir ja auch gut. Ist immer schön in der Natur zu sein und da fühle ich mich auch am wohlsten. Ich habe mir was zu mampfen mitgebracht oder mitgenommen. Und mein einen Alkoholkocher, Wasser, werdet dann her schön essen und einen lecker Kaffee trinken. Und wenn ich Lust habe, werde ich meine Hängematte auch noch aufspannen. Die habe ich auch mit. Während ich bis jetzt nur Asphalt und Schotter hatte, habe ich hier mal ein Stück Wiesenweg. Sehr entspannend für die Füße. Hier eine Hege. Sagen wir dazu, mit richtig schönen Weihnachtsbäumen. Da weiß ich ja, wo ich meinen klauen kann. Ich kaufe mir nämlich grundsätzlich keine Weihnachtsbäume. Das ist viel zu langweilig. Ja, hier muss ich jetzt ein ganzes Stück runter und dann müsste ich irgendwann ein Weg kommen, der nach links abzweigt. Ja, wenn die Karten nicht aktuell sind auf dem Handy, da wo ich hätte links abbiegen sollen, war über bestimmt 100, 200 Meter stark mit Dornen bewachsen und dazu habe ich einfach keinen Bock. Und deswegen habe ich jetzt hier die schöne Wiese entdeckt. Da gehe ich noch mal ein bisschen weiter, vielleicht kann ich noch ein gutes Bild machen und anschließend gehe ich dann hier hoch, sogar ein Wanderweg. Da haben wir ihn schon. Burgwaldpfad. Und Hugenotten- und Walddenserpfad.
Dieser letztgenannte zieht sich von Südfrankreich bis Nordhessen, sprich Bad Karlshafen, hat ca. 1800 Kilometer. Der Burgwaldpfad, ich glaube, der hat 65 Kilometer. Den kann man gut in 3 Tagen laufen. So, ein besseres Bild kriege ich nicht mehr. Also drehe ich wieder um. Mittlerweile ist es richtig warm geworden. Und das Ende September. So, jetzt bin ich wieder richtig schön gemütlich. Und dann werde ich nachher mal gucken, wo ich es mir bequem mache. Stück so schön wird, ja, auf dem Weg hätte ich nicht gedacht. Ein alter Feldweg, der hier, oder Waldweg, der hierher geht. Herrlich. Ist das nicht herrlich? So liebe ich das. Jetzt bräuchte ich genau hier 2 Bäume für die Hängematte. Super. Und schattig ist es hier. Ich bin nämlich schon wieder klatsch, nass, geschwitzt. Naja, ist nicht schlimm. Ist das schön. Rudi, der Gruß geht jetzt an dich. Danke, dass du mich mal in den Arsch getreten hast. Sonst hätte ich das hier heute nicht gesehen, beziehungsweise erlebt. Da bin ich hergekommen. Da hinter der Pferdekoppel im Wald. Das ist der geplante Weg hier runter. Aber weil es hier so schön ist, gehe ich erstmal hier weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Ganz herrlich. Ja, so liebe ich das. Und hier ist kein gekennzeichneter Wanderweg, das heißt, hier habe ich meine Ruhe. Ich bin bis eben noch auf den Hugenotten- und Walddänzerpfad unterwegs gewesen. Leider sind da einige Pfosten, die den Weg markieren, mit Gestrüpp eingewachsen. Das heißt, die kann man nicht mehr sehen. Ich habe sie fotografiert. Die Chefin vom Hugenott- und Walddänzerpfad, die kenne ich persönlich. Die habe ich vor einigen Wochen mal kennengelernt. Der werde ich das dann übermitteln, damit sie die zuständigen Wegepaten informieren kann. Schön verteilt da fahren. Und dann hoffe ich, dass sich dann welche erbarmen und ein bisschen Gestrüpp wegschneiden. So, jetzt muss ich meinen Weg suchen. Ich habe nochmal auf der Karte geguckt, ich brauche mir keinen Weg zu suchen. Ich kann den die ganze Zeit weitergehen. Nachher geht es durch die nächste Ortschaft. Da will ich auch ein paar Bilder machen. Und dann geht es wieder im Wald. Und dann suche ich mir ein Plätzchen für eine Rast und für die Hängematte, falls ich sie aufhänge.
das entscheide ich dann ganz spontan. Hört ihr den Krach? Man merkt, dass Schönstatt in der Nähe ist. Vor Jahren bin ich mal in Schönstatt gewesen auf dem Flugplatz. Da war ein Oldtimer drin. Habe ich auch ein Video von gemacht. Da ging es ab. Jede Menge Doppeldecker gewesen. Die Meh, wie heißt sie? Meh 200, ach, ich weiß es jetzt nicht. Der erste Düsenflieger, den es gab, weil es ja wirklich flugtauglich war, war ja Messerschmitt-Flugzeug. Eins gibt es noch, das fliegt. Originalflugzeug, aber mit modernen Antriebsaggregaten. Ist auch da gewesen. Dann war einer mit dem Doppeldecker da, mit einer Red Bull-Werbung. Der hat dann richtig schönen Kunstflug am Himmel gemacht. Das war richtig klasse. Und man durfte auch mitfliegen, wenn man genug Bares dabei hatte. Da unten ist Krach. Da gibt es einen Kinderwasserspielplatz, aber da ist wahrscheinlich jetzt viel los. Da werde ich wohl keine Bilder machen können. Hört ihr den Krach? Ich glaube, da spielen sie Fußball. Das heißt, ich werde die Runde abkürzen und nachher direkt wieder in den Wald gehen, weil auf den Krach habe ich keinen Bock. Hier ist auch ein schöner Wiesenweg. Das hatte ich mir vorhin schon gedacht, dass da auf der Höhe auch ein Weg herläuft. Aber ja, die ist gerade viel schöner. Was für ein Krach. Das mag ich gar nicht. Naja. So, ich bin jetzt nochmal von meiner geplanten Route abgebogen. Spontanität ist alles. Und ja, hier ist der Weg halt wesentlich schöner als der andere. Und vielleicht finde ich hier jetzt eine Ecke für die Hängematte. Kaffee machen werde ich eventuell am Wanderparkplatz erst, weil ich habe keine Lust, mitten im Wald einen Alkoholkocher anzuschmeißen. Das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Vielleicht bin ich da übervorsichtig, aber ich habe keinen Bock, einen Wald anzustecken. Das würde ich mir nie verzeihen können. So, ich habe zwei andere Bäume gefunden. Eben die waren zu dick. Jetzt habe ich mir die Hängematte hier hingehängt. Als Baumgurte habe ich Whoopies links aus Diema oder Diema, wie es ausgesprochen wird. Hier unten ist ein sogenannter Softshackle dran, also ein Karabinerersatz. Trägt, was stand auf der Homepage, 450 oder 650 Kilo. Beziehungsweise die Bruchlast. Der Wuppis hin geht dann halt hier hoch.
und hier oben kann ich mir die passende Länge einstellen. Das ganze Teil, das hat glaube ich über 4 Meter. Eins. Die Hängematte mit Ritschlein. Da habe ich automatisch immer den richtigen Winkel, weil ich die mir eingestellt habe. Der andere Softshackle, Whoopi-Sling. Na, hier haben wir ihn doch. Und da geht das ein Stück wieder raus. Ich lasse es jetzt einfach runterhängen. Wenn man einen Tab dabei hat, wenn es regnet, dann kann man das ein Stück weiter zur Hängematte führen und dann vor der Hängematte am besten am Karabinerhaken runterhängen lassen. Wenn es dann nämlich am Baum runtertropft, was bei Laubbäumen passiert, dann fließt das Wasser anschließend den Möbelsling runter oder den Baumgurt, wenn man einen Baumgurt hat, und dann irgendwann in die Hängematte. Das will man ja vermeiden. Bei einem Nadelbaum brauche ich darauf nicht achten. Warum? Die Äste beim Nadelbaum, die wachsen seitlich bergab, bringen also das Wasser ein bisschen entfernt von dem Baum zu Boden, weil Nadelbäume sind Flachwurzler. Die brauchen dann ihr Wasser etwas weit ab vom Stamm. Bei Laubbäumen ist es umgekehrt. Die wachsen normalerweise parallel, ein paar auch ein bisschen bergab, parallel oder etwas aufwärts. Und die Blätter und Äste sollen das Wasser fangen, was dann den Baum runterrinnen soll. Laubbäume sind Tiefwurzler, das heißt, die brauchen das Wasser direkt um den Baumstamm rum. Jetzt haben wir noch ein bisschen Waldkunde gehabt. So, jetzt mache ich mir es gemütlich. Und dann gucke ich, wo ich mir nachher einen Kaffee koche. Hier im Wald nicht. Wie es noch schön schaukelt, die Hängematte. Eins habe ich vergessen, mir noch eine Leine mitzunehmen. Einen Hering an das Seil in der Erde kloppen. Und dann ab und zu mal dran ziehen, damit die Hängematte schön lang weiter schaukelt. Ach, ist das geil. Ein bisschen hochgucken. Da hätten wir eben als was geraschelt. Ob ein Wildschwein in der Nähe ist. So, jetzt mache ich das Handy aus und werde die Ruhe genießen. Ja, das sind jetzt die letzten 60 Meter im Wald und dann bin ich gleich beim Auto und dann gibt es erstmal was zu essen und den lang ersehnten Kaffee, den brauche ich jetzt einfach mal. Seht ihr, wie trocken es hier ist, obwohl es so viel geregnet hat. Ich weiß schon, warum ich im Wald jetzt keinen Kocher anmache. Das kann ich im Spätherbst oder im Winter machen. Aber nicht jetzt.
muss jeder für sich selber wissen. Ja, hier überall meinte Wildsäuer und haben gewühlt. Die könnten immer mindestens die doppelte schießen an Wildsäuen. Wildsau schmeckt sehr gut. Das Fleisch und noch leckerer die rote Wurst von denen. Oh, das ist ein Gedicht. So. Fällt nicht. Fällt nicht. Fällt nicht.